Ein Airbus A320 der Ural Airlines ist auf einem Feldnot gelandet. Als ich die ersten Bilder dazu gesehen habe, dachte ich mir, okay, die Geschichte dazu wird spannend. Als die ersten Nachrichten dann von einem ausgefallenen Hydrauliksystem als Ursache berichteten, dachte ich mir, okay, jetzt wird's richtig spannend. Was wir bis jetzt über diesen Vorfall wissen und was die technischen Hintergründe hinter einer Landung im Nirgendwo sein könnten, schauen wir uns ein bisschen genauer an. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Dass ein vollbesetztes Passagierflugzeug auf einem Feld notlanden muss, sieht man äußerst selten. Bei Ural Airlines sieht man es innerhalb weniger Jahre jetzt bereits zum zweiten Mal. Beim ersten Mal gab es aber schnell eine gute Erklärung dazu. Die haben wir hier schon mal im Detail besprochen. Jetzt aber ist die Ursache anscheinend eine ganz andere. Und wir fassen das Ganze erstmal von Anfang an zusammen. Der Airbus A320 war auf einem ganz normalen Flug von Sotschi nach Omsk unterwegs. Eine Großstadt mitten in Russland. Im Anflug auf die Landebahn 07 fällt, laut offizieller Aussage der Fluggesellschaft, eines der Hydrauliksysteme des A320 aus. Die Besatzung bricht den Anflug daraufhin ab, startet durch und entscheidet sich nach einer kurzen Begutachtung des Fehlers für den Weiterflug zum Ausweichflughafen nach Novosibirsk. Dort steht dann eine deutlich längere Landebahn zur Verfügung, deswegen die Entscheidung. Auf dem Weg dahin geht dem Flugzeug allerdings unerwartet der Treibstoff aus. Die Crew sieht sich gezwungen, ihre Maschine auf dem nächstbesten Feld zu landen. Das wird erfolgreich durchgeführt, die Passagiere steigen auf dem Feld über die Rutschen aus und verletzt wurde bei der ganzen Aktion niemand. Das klingt nach einem ziemlich großen Abenteuer. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen genauer auf die Technik des A320. Laut Aussage der Fluggesellschaft fiel hier im Anflug auf den Flughafen von Omsk das grüne Hydrauliksystem aus. Der Airbus A320 verfügt über drei unabhängig voneinander funktionierende Hydraulikkreisläufe, die nach Farben unterschieden werden. Grün, blau und gelb. Auf diese Kreisläufe teilen sich die unterschiedlichen Systeme auf. Auf dem grünen und größten Hydrauliksystem liegt beispielsweise das Fahrwerk. Die Möglichkeit, das Bugfahrwerk am Boden zu lenken, aber auch die Slats und die Flaps, also die Landeklappen, die beim Start und bei der Landung benutzt werden. Eines der zwei Höhenruder ist auch auf dem grünen Hydrauliksystem, die Schubumkehr des linken Triebwerks, zwei Spoilerpaare auf der Tragflächenoberseite, das sind die Dinger, die nach der Landung immer hochklappen, und noch einige weitere Dinge. Und es sind offensichtlich alles ziemlich wichtige Systeme. Und damit die bei einem Ausfall dieses Hydrauliksystems nicht gleich unbrauchbar werden, können die wichtigsten von ihnen auch von anderen Hydrauliksystemen bedient werden. Also so können die Slats auch vom blauen System bewegt werden, die Flaps wiederum durch das gelbe System. Und auch das eine Höhenruder, was durch das grüne System dann eigentlich verloren gehen würde, kann durch das blaue Hydrauliksystem voll funktionsfähig gehalten werden. Und für das Fahrwerk, das offensichtlich wichtigste dieser eben aufgezählten Systeme, kann per Backup-Lösung mit der sogenannten Gravity Gear Extension, also einfach gesagt, das Fahrwerk wird dann ausgeklinkt und es fällt von ganz alleine in die ausgefahrene Position, kann das Fahrwerk mit diesem Backup-System eben auch noch benutzt werden. Ihr seht also, die Systemarchitektur hinter dieser ganzen Hydraulikgeschichte ist so gemacht, dass der Ausfall eines einzelnen Systems die Crew und das Flugzeug eigentlich in keiner Situation vor einen wirklich zeitkritischen Notfall stellen kann. Die Systeme sind redundant ausgelegt. Im Enternflug, kurz nach Ausfahren des Fahrwerks, verabschiedet sich jetzt also auf diesem Flug das grüne Hydrauliksystem. Der Zeitpunkt ist dabei gar nicht unbedingt unwahrscheinlich, schließlich wird das eventuell schon länger in irgendeiner Form angeschlagene System den gesamten Flug über kaum beansprucht. Mit dem Fahrwerk, jetzt kurz vor der Landung, soll es ja jetzt aber den größten, in Anführungszeichen, Nutzer bewegen, was damit wiederum ein ganz guter Zeitpunkt ist, um kaputt zu gehen. Der Ausfall des Hydrauliksystems kann sich dann auf verschiedene Arten und Weisen bemerkbar machen. Gibt es zum Beispiel einen Leck in irgendeiner Hydraulikleitung, dann läuft das System leer, was im Cockpit die Warnung Hydraulic Green Reservoir Low Level verursachen würde. Master Caution, Hydraulic Green Reservoir Low Level. Tritt diese Warnung kurz vor der Landung im Anflug auf, das ist eine Warnung, die per Definition von Airbus einen zeitunkritischen Fehler beschreibt, dann bedeutet das für uns im Cockpit durchstarten. Wir brechen also den Anflug ab, gehen wieder zurück in die Luft und genau das wurde hier auch so gemacht. Warum muss man den Anflug abbrechen? Weil sich jetzt der Zustand des Flugzeuges geändert hat. Wir müssen die ganze Situation neu begutachten, müssen ein sogenanntes Troubleshooting machen, müssen die zum Fehler dazugehörigen Verfahren abarbeiten und müssen die Zeit dann nutzen, um die beste Entscheidung für die Landung zu treffen. Dass man dieses Konstrukt bei jedem technischen Fehler immer und immer wieder genauso abarbeitet, ist extrem wichtig, um am Ende ganz emotionslos die ganz einfach beste und damit in den allermeisten Fällen auch sicherste Entscheidung zu treffen. Auch wenn der erste Gedanke im Anflug beim Aufpoppen eines solchen Fehlers vermutlich ist, okay, das Flugzeug bringe ich jetzt lieber noch ganz schnell an den Boden, funktioniert der zum aktuellen Zeitpunkt noch und bevor noch mehr kaputt geht, stellen wir das Ding jetzt lieber sicher ab.
Was da bei der Besatzung im Kopf los ist, eine Minute vor der Landung, nachdem man vermutlich einen langen und anstrengenden Arbeitstag hinter sich hat, ist ziemlich interessant. Entscheidungsprozesse wie diese werden zum Beispiel im Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann sehr genau beschrieben. Das Buch findet ihr wie über 5500 weitere Sachbücher aus über 25 unterschiedlichen Kategorien zusammengefasst in jeweils um die 15 Minuten in der App Blinkist. Ihr kennt Blinkist mittlerweile. In der App werden die wichtigsten Ideen und Gedanken aus diesen Sachbüchern in den kurzen Blinks zusammengefasst, auf Deutsch, auf Englisch, zum Anhören oder zum Lesen. Und wenn euch ein Buch richtig gut gefällt, dann gibt es viele davon mittlerweile auch bereits als komplettes Hörbuch direkt in der App verfügbar. Ich nutze die App immer wieder gerne, um mir ganz einfach neue Titel vorschlagen zu lassen. Und wenn mir diese Titel richtig gut gefallen, dann hole ich mir viele davon ganz einfach auch als richtiges Buch, um sie bei mir ins Bücherregal zu stellen. Blinkist hat vor einer Weile eine ziemlich coole neue Funktion bekommen namens Blinkist Spaces. Als Premium-Nutzer könnt ihr mehrere von diesen Spaces erstellen, entweder mit euren Freunden, dann habt ihr so eine Art Buchclub zusammen, wo ihr eure Lieblingsbücher untereinander austauschen könnt, oder ihr macht einen Space zu einem bestimmten Thema. Und da könnt ihr dann eure Lieblingsblinks speichern, könnt das untereinander teilen, kommentieren, und das Allerbeste an der ganzen Sache ist, dass die Nutzer, die mit in eurem Space drin sind, eure Blinks auch einfach anhören können, und zwar ganz egal, ob sie Premium-Nutzer sind oder nicht. So könnt ihr die Vorteile eines Blinkist-Premium-Accounts mit anderen Nutzern teilen und euch immer eure Lieblingsbücher hin und her schicken. Deswegen empfehle ich euch die App Blinkist immer wieder sehr, sehr gerne. Es gilt nach wie vor der Link ganz oben in der Videobeschreibung, blinkist.de/arrownews, der gibt euch 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium und er gibt euch die Möglichkeit, die App in vollem Umfang 7 Tage kostenlos zu testen. Dann wisst ihr ganz genau, ob das wirklich was für euch ist. Viel Spaß damit und vielen Dank für die Unterstützung. Nach Abbruch der Landung mit dem ausgefallenen Hydrauliksystem muss der Zustand des Flugzeugs jetzt also neu beurteilt werden. Und da bringt das ausgefallene grüne Hydrauliksystem eine große Besonderheit mit sich. Wir haben eben schon drüber gesprochen, das Nose-Wheel-Steering ist weg, der Reverser vom Engine Number One, also vom linken Triebwerk, der funktioniert auch nicht mehr. 2 Spoilerpaare fehlen, also insgesamt 4 Spoiler, die auf der Tragflächenoberseite uns nicht mehr beim Bremsen helfen. Viel spannender ist aber, dass wir ein einmal ausgefahrenes Fahrwerk nicht wieder einfahren können. Denn das Fahrwerk liegt auf dem grünen Hydrauliksystem. Ist das grüne Hydrauliksystem weg, können wir das Fahrwerk nicht mehr ausfahren. Es gibt eine Backup-Lösung, die Gravity Gear Extension, das haben wir eben schon geklärt. Aber die hilft nur beim Ausfahren. Damit können wir das Fahrwerk nicht wieder einfahren, weil die dafür benötigte Hydraulikflüssigkeit, die ist ja nicht mehr da. Die Crew hat beim Durchstarten nach eigener Aussage aber trotzdem genau das gemacht. Sie haben das Fahrwerk wieder eingefahren. Und es hat zumindest, so wird es gesagt, teilweise funktioniert. Und da wird es jetzt richtig spannend. Denn wenn das Hydrauliksystem zusammenbricht, dann tut es das in aller Regel ja nicht ganz plötzlich. Das dauert einen kleinen Moment. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum Sully bei seiner Landung auf dem Hudson River trotz 2 ausgefallener Triebwerke noch 3 mehr oder weniger voll funktionsfähige Hydrauliksysteme hatte. Das ist ein völlig anderes Problem, trotzdem ist es gut fürs Verständnis, denn der Hydraulikdruck sackte nur Stück für Stück ab, auch unterstützt durch die noch im Wind mitdrehenden Triebwerke. Natürlich nicht mehr so gut, als würden die Dinger noch heile sein, aber es blieb halt noch ein bisschen Hydraulikdruck da. Dadurch blieb der Airbus in dieser Hinsicht voll steuerbar und auch die Schutzfunktion, die Sully beim Ablegen der Maschine im Wasser geholfen haben, blieben bis zum Aufsetzen aktiv. Damit zurück nach Russland. Es kann also sein, dass der Hydraulikdruck langsam genug abgefallen ist. Kleines Leck in der Hydraulikleitung, dann gibt es irgendwann noch so Priority Valves, die dafür sorgen, dass große Verbraucher wie das Fahrwerk dann runtergenommen werden vom Hydrauliksystem. Es kann also sein, dass der Druck im Hydrauliksystem langsam genug absackte, damit das Fahrwerk ganz oder teilweise wieder eingefahren werden konnte. Allerdings war das Thema dann irgendwann durch und die Fahrwerkstüren, die gehen ja dann als letztes wieder zu, die blieben offen. So heißt es zumindest. Und das kann man nicht nur hören, wenn die offen bleiben, sondern auch auf den Instrumenten sehen. Über das Fahrwerk selbst bekommt man diese Information auch. Was genau die Crew da gesehen hat, das wissen wir aber leider nicht. Es ist aber wichtig für die Entscheidung, die jetzt getroffen wird. Denn die Crew entschied sich schnell für den Flug zum Ausweichflughafen nach Novosibirsk, da dort eine längere Landebahn zur Verfügung steht. So zumindest die Argumentation, die wir jetzt lesen können. 3600 Meter Landebahn statt der 2500 Meter in Omsk. Das Schöne ist aber, wir haben jetzt schon eigentlich alle wichtigen Daten verfügbar und können schon mal ein kleines bisschen nachrechnen. An diesem Tag, unter diesen Bedingungen, hätte der vollständig intakte A320 mit einem Landegewicht von etwa 61 Tonnen in Omsk etwa 1600 Meter der 2500 Meter langen Bahn zum Abbremsen mit der niedrigsten Einstellung der normalen Bremse benötigt, also mit Autobrake Low. Würden die Piloten voll in die Eisen gehen, also die Pedale benutzen, voll reintreten, wären das sogar nur 1100 Meter.
Nur war das Flugzeug jetzt ja nicht mehr intakt. Das grüne Hydrauliksystem fehlte und damit auch ein paar Systeme, die den Bremsvorgang beeinflussen. Zum Beispiel diese insgesamt 4 Spoiler, über die wir schon gesprochen haben, die funktionierten nicht mehr. Und auch das normale Bremssystem, das liegt auch auf dem grünen Hydrauliksystem, und die Autobrake, die funktionieren auch nicht mehr. Die Piloten müssen jetzt also in einem solchen Abnormal, in einem solchen Fall manuell mit den Pedalen bremsen und würden das Flugzeug trotzdem nach etwa 1200 Meter zum Stehen bekommen. Ihr seht also, ein einfacher Hydraulikfehler, der sorgt in aller Regel nicht dafür, dass man eine deutlich erhöhte Landedistanz hat. Der Flieger in Omsk hätte trotzdem eigentlich nur, zumindest laut den Daten, die wir zum aktuellen Zeitpunkt haben, etwa die halbe Landebahn gebraucht. Also verbindet man als Pilot mit dem Ausfall des grünen Hydrauliksystems nicht Probleme mit der Landedistanz, sondern vielmehr Probleme mit dem nicht mehr einzufahrenden Fahrwerk. Denn das bringt ein viel ernsteres Problem mit sich, und zwar einen massiv erhöhten Treibstoffverbrauch. Laut Stand jetzt, offizieller Aussage der Fluggesellschaft, haben die Piloten für ihren Weiterflug nach Novosibirsk den Treibstoffzuschlag, also es gibt eine Tabelle mit sogenannten Fuel Penalty Faktoren, den Treibstoffzuschlag für geöffnete Fahrwerkstüren von etwa 15% mit eingerechnet. Den haben sie auf ihre Treibstoffberechnung für Novosibirsk mit draufgepackt. Geplant war dann eine Landung mit etwa 900 Kilogramm verbleibendem Treibstoff am Ziel. Das sind in Zeit umgerechnet etwa 30 Minuten Flugzeit. Wir schauen uns das mal auf der Karte an. 4200 Kilogramm Treibstoff hatte das Flugzeug wohl nach Abbruch der Landung in Omsk in den Tanks. Der durchschnittlich zu erwartende Treibstoffverbrauch beträgt da jetzt 2600 Kilogramm pro Stunde in einer für diesen Fall passenden Flughöhe von 9000 Metern für den Flug mit geöffneten Fahrwerksklappen nach Novosibirsk. Damit hätte das Flugzeug etwas über anderthalb Stunden in der Luft bleiben können und wäre der Theorie nach noch gute 1100 Kilometer weit gekommen. Die 600 Kilometer nach Novosibirsk hätte es also auf jeden Fall geschafft. Bleibt das Fahrwerk nach diesem grünen Hydraulikfehler jetzt aber draußen, weil es war ja schon mal draußen, der Hydraulikfehler kam, das Fahrwerk lässt sich dann eigentlich nicht mehr einfahren, so verbindet man das als Pilot, so sagt es auch das Handbuch, dann muss man allerdings nicht 15% Treibstoffzuschlag obendrauf rechnen, sondern da muss man bei komplett oder teilweise, da macht das Handbuch keinen Unterschied, komplett oder teilweise ausgefahrenem Fahrwerk einen Treibstoffzuschlag von 180% draufpacken. Und lass uns nochmal damit rechnen. Das sehr genaue Performance-Tool, was uns zur Verfügung steht, das berechnet an diesem Tag unter diesen Bedingungen mit diesem Flugzeug mit einer angezeigten Geschwindigkeit im Cockpit von 230 Knoten einen Treibstoffverbrauch von fast 4300 Kilogramm pro Stunde, verbunden mit einer maximalen Flughöhe von etwas mehr als 18.000 Fuß. Mehr schafft das Flugzeug aus Performance-Sicht in diesem Zustand dann einfach nicht mehr. Interessanterweise ist das ziemlich genau die Flughöhe und die Fluggeschwindigkeit, die die Crew für den Flug nach Novosibirsk dann eingenommen hatte. Mit diesem Verbrauch reicht der Treibstoff nicht mal mehr für eine Flugstunde und damit sinkt die Reichweite auf weniger als 500 Kilometer. Zusammen mit dem Gegenwind an diesem Tag und dem dann noch einzurechnenden Haken, den man da im Steigflug geflogen ist, ergibt sich ein auf den ersten Blick tatsächlich überraschend schlüssiges Bild. Offensichtlich waren hier wohl doch nicht einfach nur die Fahrwerkstüren geöffnet, sondern das schon ausgefahrene Fahrwerk blieb zumindest zu einem Teil draußen und verschlechterte die Performance des Flugzeuges massiv. Jetzt haben die Piloten im Cockpit ja aber nicht nur die Möglichkeit, das auszurechnen, so wie wir das jetzt hier getan haben. Das Flugzeug misst auch den eben schon angesprochenen Fuel Flow, also den Verbrauch pro Stunde. Und damit lässt sich ebenfalls in so einem Fall eine noch zur Verfügung stehende Reichweite zumindest über einen dicken Daumen überschlagen und man hätte feststellen können, dass es nicht bis zum Ausweichflughafen reichen wird. Also vollkommen klar, wer hätte es gedacht, mal wieder ein richtig dicker Pilotenfehler. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt einfach viel zu wenig darüber. Sowieso viel zu wenig, um eine Aussage darüber treffen zu können, wer hier Schuld hatte oder nicht. Das machen andere Leute, die da viel Ahnung von haben. Aber wir können auch nicht wirklich einschätzen, was die Crew zu der Entscheidung gebracht hat, nicht nach Omsk zu fliegen, sondern die Reise zum Ausweichflughafen nach Novosibirsk anzutreten. Allein bei dieser Frage scheitert es leider schon. Gab es vielleicht eine Kombination an Fehlern, über die wir noch nichts wissen? Eine Kombination, die dafür gesorgt hat, dass eine Landung auf der 2500 Meter langen Landebahn in Omsk wirklich keine Option war? Oder gab es ein Problem mit der Anzeige, ob das Fahrwerk ein- oder ausgefahren ist? Ein Problem mit der Anzeige des Fuel Flows? Oder eventuell doch tatsächlich ein Treibstoffleck? Wir wissen es einfach nicht. Was das angeht, ist es wirklich viel zu viel Spekulation, und dass sich die Aussagen von Pilot und der Fluggesellschaft grundlegend voneinander unterscheiden an einigen Stellen, das macht die Sache nicht wirklich einfacher.
Wir wissen aber hoffentlich bald, was Phase war, allein schon, um daraus lernen zu können. Trotzdem wollte ich mit euch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, weil es allein schon auf den ersten Blick eine ganze Menge technisch sehr interessante Zusammenhänge geben könnte und es natürlich einfach spannend ist, ein bisschen darüber zu schnacken, wie es zu einer solchen Landung im Feld kommen könnte. Aber Stand jetzt bleibt erstmal genau das, eine ziemlich perfekt ausgeführte Landung in dem Feld und tatsächlich eine Landung, bei der keine einzige Person verletzt wurde. Und das soll damit der Abschluss dieses Videos sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, trotz der Spekulation und offen gebliebenen Fragen war das Ganze für euch interessant. Und dann sehen wir uns ganz bald, hoffentlich bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.